Also wir können zu diesem Zeitpunkt in Paderborn bei der fünften Etappe der BEMA-Rheinland-Tour festhalten. Charlotte hat es schon wieder getan. Sie hat nämlich am Freitag eine internationale Prüfung gewonnen. Charlotte Bettendorf, wenn das so losgeht, das ist ein gutes Gefühl, oder? Ja, das kann man wohl so sagen. Also wenn es so losgeht, dann ist der Einstieg ins Wochenende ganz gut. Gibt Vertrauen, gibt Sicherheit für die anderen Springen. Und ich freue mich aufs Wochenende. Sie haben in Münster die Etappe der BEMA-Rheinland-Tour gewonnen und haben uns erzählt, das war überhaupt das allererste Mal, dass Sie BEMA-Rheinland-Tour geritten haben. Was ist dann eigentlich dann danach passiert? Erstmal den Plan ein bisschen auf den Kopf gestellt? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich hatte ich nicht geplant, nach Paderborn zu kommen, aber da ich ja jetzt auf der vierten Stelle stehe, habe ich gedacht, das nutze ich jetzt mal aus. Meine Pferde sind in Schuss und hoffe, kann noch ein paar Punkte sammeln für Neumünster. Genau, das wäre die nächste Frage. Das Finale findet zum ersten Mal bei den VR Classics in Neumünster im Februar statt. Ist natürlich noch ein bisschen hin, ist dann auch Hallenturnier. Kennen Sie die Veranstaltung? Ja, ich habe da schon zweimal teilgenommen. Es ist eine super schöne Veranstaltung, eine sehr gute Stimmung, ganz viele Leute, Zuschauer. Die Halle ist sehr klein, da kommen nicht alle Pferde mit zurecht, aber ich habe letztes Jahr auch da eine Prüfung gewinnen können. Würde mich freuen, wenn es klappt mit den Punkten. Also der Punktestand ist aktuell noch sehr eng. Wer hier ordentlich Punkte holt, der kann sich ein ganz komfortables Polster verschaffen. Aber die Konkurrenz hier in Paderborn, die ist nicht ohne, oder? Ja, es sind ganz viele gute Reiter hier. Macht es natürlich spannender, auf jeden Fall. Ich finde es immer schöner, wenn man gegen Konkurrenz reitet, wie alleine. Aber wie gesagt, ein paar Punkte wären schön, platziert zu werden. Und dann die Reihe ist in Schuss. Also die wird heute Abend an den Start gehen und dann Sonntag. Und dann hoffen wir, dass wir das Beste. Letzte Frage, Charlotte. Sind Sie abergläubisch? Gibt es so Rituale, etwas, was eigentlich immer passieren muss? Nee, bin ich vielleicht zum Glück nicht, ich weiß es nicht. Mein Bruder ist das extrem, aber ich bin es nicht. Aber ich muss sagen, wenn man ein gutes Gefühl am ersten Tag hat, das hilft schon mal für das Wochenende. Super.